Hallo und herzlich willkommen bei Modifrog. Heute nähe ich mit euch ein Utensilo 8x12 cm. Und dafür braucht ihr zwei Stoffe 34x18 cm, Nähutensilien, eine Schere, eine Nähmaschine. Und los geht's. Den Außenstoff legen wir schöne Seite auf schöne Seite und nähen an den Seiten 1 cm vom Rand. Jetzt faltet ihr die spitzen Enden aufeinander. Jetzt bügel ich mir alles. Nach dem Bügeln messe ich mir jetzt 8 cm an der Spitzenseite ab, von der Mitte jeweils 4 cm nach rechts und links. An der angezeichneten Linie wird jetzt genäht. Nach dem Nähen schneide ich die Spitzen ab. Jetzt kommt der Innenstoff, den falte ich genauso wie den Außenstoff und nähe ihn auch genauso wie den Außenstoff, 1 cm am Rand. Hier lege ich jetzt auch wieder die Spitzen aufeinander. Dann lege ich die Nähte gut auseinander.
bügel mir dann alles. Jetzt zeichne ich mir genauso wie bei dem Außenstoff 8 cm an der Spitze, also von der Mitte aus, rechts und links jeweils 4 cm an. Das vernähe ich jetzt. Die Ecken schneide ich genauso wie bei dem Außenstoff ab. Jetzt nehme ich den Außenstoff und drehe ihn auf rechts, also die schöne Seite nach außen. Jetzt nehme ich den Außenstoff und stecke ihn in den Innenstoff und lege die Nähte aufeinander. Also es müssen beide schönen Seiten auf schöne Seite. Das Ganze stecke ich mir jetzt rundherum fest. Achtet bitte darauf, eine Wendeöffnung zu lassen. Sonst können wir später das Utensilo nicht wenden. Jetzt vernähe ich alles. Jetzt wende ich mir das Utensilo.
Jetzt können wir den Innenstoff in den Außenstoff wenden. Jetzt achte ich darauf, dass die obere Kante gut aufeinander liegt, dass ich das gleich noch gut vernähen kann. Die Wendeöffnung mache ich mir jetzt extra noch fest, damit mir das gleich auch nicht unter der Nähmaschine verrutscht. Jetzt nähe ich den oberen Rand nur noch knappkantig ab. Und fertig ist das Utensilo. Das Utensilo ist so einfach zu machen, dass man gleich mehrere davon machen kann, da sie ja unterschiedlich einsetzbar sind. Im Badezimmer oder für die Kinder am Schreibtisch. Was auch immer. Hat euch dieses Video gefallen? Lasst mir einen Daumen hoch, einen Kommentar und abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Video, euer Moodyfrog.